Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich wieder am Ammersee unterwegs, hier in Schondorf am Gemeindesteg. Und heute soll mir doch endlich mal bitte mein Sonnenaufgangfoto hier gelingen. Ich war schon 2-3 Mal hier und es hat immer nicht geklappt mit dem perfekten Sonnenaufgang. Mein Plan ist es, den Sonnenaufgang direkt vor meinem Steg aufzunehmen. Er sollte eigentlich in der Mitte aufgehen. Die letzten Male war es super, super neblig. Da ist dann dieses Bild hier entstanden. Da war überhaupt keine Sonne zu sehen. An einem anderen Tag waren viel zu viele Wolken da. Es war auch nichts und heute soll es mir echt gelingen. Heute habe ich mal die Wettervorhersage genau gecheckt und den Radarfilm sollte eigentlich gar keine Wolken zu sehen sein. Und ja, es ist halt nur arschkalt. Und außerdem, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr, dieses Foto zu machen, weil in ein paar Wochen ist hier wieder alles voller Boote und da kann man keine Langzeitbelichtung machen. Langzeitbelichtungen mache ich ja immer ganz gerne, dass das Wasser so richtig schön spiegelglatt und verträumt aussieht. Und wenn da Boote links und rechts neben dem Steg erscheinen, ja, dann wackeln die eben bei einer Langzeitbelichtung und dann wird das Bild in sich irgendwie unscharf. Deswegen heute mein nächster Versuch. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es ja auch. Manchmal fuchst es einen so richtig, wenn man öfter am Spot war und es hat nie funktioniert. Aber der Spot stand auf meiner Liste und ich will es halt endlich mal abhaken. Seid dabei. Ich fotografiere jetzt den Sonnenaufgang. Ist kein Riesending. Ich gehe auch durch die Einstellungen durch und zeige euch, wie ihr das auch zu Hause an eurem See oder im Urlaub nachmachen könnt. Los geht's. Oh. Mei, ist heute kalt am Finger. Und wenn ihr an so einem Steg Fotos machen wollt, ist es sehr, sehr wichtig, ein stabiles Stativ zu verwenden. Weil es am Steg auch öfter mal windig sein kann. Da bläst euch das Stativ weg. Was ich ja auch immer ganz gern mache, ist mir die App, diese Sunscout App holen und schauen, wo geht die Sonne auf. Oh, okay, sie geht links neben dem Steg auf. Mei, soll mir recht sein. So, wir haben zwar nur -2-3 Grad, aber mir frieren jetzt schon die Pfoten ab. Ja, und was noch wichtig ist zum stabilen Stativ, wenn ihr vor allem im Winter fotografiert, schaut, wenn ihr euch eins besorgt, dass diese Stative gepolstert sind oder hier so einen Schaumstoff drum haben. Das ist wirklich cool, wenn ihr das tragt und wechselt die Locations, dass eure Finger einigermaßen warm bleiben. Also da hilft diese Schaumstoffummantelung sehr. So, ich richte jetzt als allererstes, bevor ich Filter oder irgendwas draufschraube, die Kamera aus. Oh, ist schon alles eingefroren hier. Es ist richtig schwergängig. Witzig. Ich schaue jetzt natürlich, dass mein Steg exakt in der Mitte ist, was gar nicht so easy ist, muss ich echt sagen. Aber das soll mir schon so gelingen. Okay, also, jetzt zu den eigentlichen Einstellungen. Wie gehe ich es an? Als allererstes gehe ich hier in den manuellen Modus an der Kamera, also M steht oben. Mein Bildausschnitt habe ich mir ausgesucht. Der Horizont ist jetzt bei diesem Bild direkt mittig. Jetzt überlege ich noch kurz, ist das sinnvoll? Ja, in dem Fall ist es sinnvoll. Und jetzt gehe ich mal in die Einstellungen, dass das passt. Meine ISO schraube ich für den Fall jetzt komplett runter auf 100. Als zweites fokussiere ich manuell vorne auf den Steg. Damit gehe ich mit der Displaylupe richtig schön ran, um den Steg vorn scharf zu haben. Weil ich möchte ja auch in die Ferne eigentlich fotografieren, deswegen stelle ich den Steg vorne scharf. Als nächstes habe ich jetzt hier den Steady Shot ausgeschaltet, den brauche ich nämlich nicht, weil ich die Kamera eh auf dem Stativ stehen habe, da bewegt sich nichts. Weißabgleich stelle ich jetzt schon mal auf Sonic ein, da weiß ich, dass mein Bild nicht irgendwie von der Farbwirkung verfälscht wird. Ich bleibe einfach auf Sonic, zack. Jetzt kommen wieder meine geliebten Filter zum Einsatz. Ich habe ja noch dieses ältere System von Haida, aber taugt mir völlig, kann ich nicht meckern. Das sollte hier ganz gut funktionieren. Zack. Was nicht schaden kann, ist so ein Blasebalg von Rocket Air.
um einfach die Fusseln mal vom ND-Filter oder auch von der Linse wegzupusten. Das mache ich jetzt vorne auch gleich mal. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen in Hektik, weil die Sonne geht schon auf. Blaue Stunde ist schon lang vorbei. So, und jetzt packe ich als allererstes aber den ND-Filter in den ersten Schlitz rein. Zack. Als zweites kommt ein Verlaufsfilter vor die Linse, weil der dunkelt mir einfach den Himmel super schön ab. Und dann habe ich weniger Nacharbeit in Lightroom, um hier richtig schönes Bild zu kriegen. So. Sehr schön. Ja, jetzt geht es an die Belichtungszeit. Ich habe einen 1,8er ND-Filter ja drauf, Verlaufsfilter auch noch. Ich probiere es jetzt mal direkt mit 4-5 Sekunden und stelle hier die Auslöseverzögerung ein. Auslöseverzögerung auf 5 Sekunden, das heißt, ich drücke auf den Knopf und die Kamera macht nach 5 Sekunden das Bild. So vermeide ich hoffentlich Verwacklungen hier am Steg und auch an der Kamera. Ich nehme euch mal mit. So, jetzt mache ich mal das erste Testfoto mit 4-5 Sekunden. Und dann schauen wir mal, die Einstellungen im Groben so passen. Ja, kann man schon mal mitarbeiten. Okay, als nächsten Shot versuche ich mal eine 10er Blende mit 25 Sekunden Belichtung. Das wird jetzt hoffentlich mein schönstes Sonnenaufgangsbild hier am Ammersee in Schondorf. Auch mein erstes hier in Schondorf, um genau zu sein. Jetzt wäre ich fast nur ins Wasser gefallen. Und es wird jetzt vielleicht noch 5 Minuten vergehen, dann ist die Sonne immer noch nicht zu sehen und dann muss ich den richtig starken ND-Filter draufpacken. Das ist ein ND 3.0, also der ermöglicht mir eine tausendfach längere Belichtungszeit als im Normalfall ohne Filter. Und da wird das Wasser richtig schön spiegelglatt und träumerisch aussehen, da bin ich mir sicher. Kennt ihr das auch, dass ihr öfter mal an einem und demselben Spot wart und es kam einfach kein richtig gutes Foto zustande, weil die Bedingungen nicht gut genug waren? Also es hat mich echt gefuchst und dieser Steg stand jetzt schon wirklich ein paar Monate wieder auf meiner Liste und jetzt habe ich ihn endlich mal abgehakt. Ich sage euch auch, solche Handschuhe sind Gold wert. Eigentlich könnte ich richtig auch reinschlüpfen. Ich habe es vergessen die ganze Zeit. Aber boah, im Winter echt ohne. Kann man sich die Finger warm halten, wie man will, ne? Also schon echt schön. Da hinten ist Kloster Andechs zu sehen. Die Nebelschwaden ziehen da über den Wald drüber. Einmalig. Und die Berge sind auch so toll hinten schon zu sehen. Alles ist klar. Da ist ein Biber im Wasser. Kann man den erkennen? Seht ihr den? Ein Biber? Kann man wahrscheinlich nicht so richtig sehen, ne? Hab keinen Zoom dabei, wa? Jetzt ist es soweit, jetzt tausche ich den 1,8er ND-Filter mit einem 3.0er. Und auch den muss ich erstmal von Fusseln befreien. Und schieb den jetzt auch einfach hinter den Verlaufsfilter. In der Hoffnung, dass mir hier nichts umfällt, schiebe ich den auch schön rein. So, jetzt sollte ja hoffentlich die Sonne bald mal richtig zu sehen sein da hinten. So, da es jetzt schon sehr, sehr hell geworden ist und ich länger als 30 Sekunden im M-Modus belichten muss, muss ich das ja im Bulb-Modus machen. Und im Bulb-Modus könnt ihr nur mit einem Fernauslöser, in meinem Fall habe ich einen Funk-Fernauslöser, hier am Start, den von Aodelan, den verlinke ich mal unten für euch. Und damit kann ich jetzt auch mal gut eine Minute lang belichten. Und dieser Aodelan Funkfernauslöser wird einmal hier mit der Kamera verbunden, in den untersten
Kabelslot. Ja, im nächsten Schritt schalte ich den hier natürlich an, oben und unten, und bin hier schon in B, im Bulb-Modus. Jetzt gehe ich hier in meinem M-Modus über die 30 Sekunden in den Bulb-Modus. Zack. Also ich habe jetzt hier einfach nur am Rädchen gedreht, über die 30 hinaus und bin hier im Bulb-Modus. Und jetzt kann ich hier an meinem Funkfernauslöser, kann man das sehen, ja, der steht in B, und wenn ich die Taste drücke, jetzt in dem Fall, macht er mein Bild, läuft los, und dann werde ich mal nach circa einer Minute den Bulb-Modus stoppen und dann sehe ich, was dabei rausgekommen ist. Ganz easy. Was ich jetzt hier gerade mache, sollte man auf keinen Fall machen, um die Kamera, um das Stativ rumlaufen, wenn es auf dem Steg steht, weil ich glaube, die Erschütterungen wird man auf dem Bild sehen. Also mache ich es gleich nochmal, und ich habe ja dafür einen Funkfernauslöser und kann mich hier gut ein paar Meter wegbewegen von der Kamera. Und das mache ich jetzt auch gleich, wenn das Bild gemacht ist. So, eine Minute haben wir jetzt. 59, 60, zack. Oh, total überbelichtet. Gut. Mein erster Versuch war jetzt total überbelichtet. Macht nichts. War auch nur auf einer 4er Blende. Jetzt bin ich auf einer 9er Blende. Versuche mein Glück nochmal und bewege mich auch mal weg von der Kamera, dass hier nichts verwackelt am Steg und im Bild. Ah, schön. Jetzt wird es langsam. Und umso heller es wird, desto höher muss ich dann meine Blende hochschrauben oder einfach kürzer belichten. Jetzt habe ich ja tatsächlich noch das Glück, dass diese Wolken hier oben ganz langsam runterziehen in mein Bild. Das gibt dann dem Bild nochmal das nötige Extra. Wow, die Sonne spitzelt langsam hoch. Das ist jetzt eigentlich das Foto, was ich unbedingt machen will. Oh yeah, das ist es. Das ist es. Ich mach gleich noch eins. Super. Das nächste Foto werde ich dann auch mal mit einer 14er Blende machen, um einfach mal die Sonnenstrahlen, also den Sonnenstern noch viel schöner aufnehmen zu können. Wow. Der Steg ist fast weiß, er ist ja von Morgentau bedeckt, und jetzt kommen die Strahlen von links und produzieren diese schönen parallelen Schatten auf dem Steg. Boah, das ist ein richtig, richtig schönes Bild jetzt. Wow. Ja Leute, ich bin super happy mit dem Bild, ich habe richtig Gänsehaut. Wenn ich Gänsehaut habe und das Bild gefällt mir jetzt schon hier auf dem Steg, dann wird es auch bestimmt ganz gut am Rechner nachher aussehen. Ach, ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr nicht schon Abonnent seid. Auch geil, ich habe 1000 Abos geschafft innerhalb jetzt von einem Jahr, an dem ich jetzt wirklich an meinem YouTube-Channel gearbeitet habe. Vielen Dank, ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank, sau cool. Jetzt bleibt nur noch eins zu sagen. Bye bye, tschüss vom Ammersee, euer Sigi.